Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Ich bin nicht so fett, weil ich verfressen bin. Ich bin einfach ein Mindestbestellwertsopfer. Wie sähe die Welt eigentlich ohne Männer aus? Keine Kriege, keine Verbrechen und überall nur dicke, glückliche Frauen. Millionen Kinder wollen die Erde sauber machen. Millionen Eltern wünschen sich, dass sie in ihrem Zimmer anfangen. Die Taten eines Betrunkenen sind die Gedanken eines Nüchternen. Meine Gedanken sind bei den Opfern in Frankreich. Ist zwar nichts passiert, sind aber trotzdem alles Opfer. Ich weiß noch, wie schön es damals war, meiner Tochter vor dem Einschlafen etwas vorzulesen. Heute liegt immer dieser Kerl daneben. Eigentlich wollte ich immer klug und elegant sein, habe mich dann aber für geil und gestört entschieden. Mein Nachbar hat mich eben gefragt, ob ich Hilfe beim Bohren brauche. Durch das Loch in der Wand. Ich bin einer der Menschen, die sich um 19 Uhr verabreden, um 18.51 Uhr da sind und um 19.07 Uhr die Nachricht bekommen, fahre jetzt los. Islam, trinkt keinen Alkohol. Juden, trinkt wenig Alkohol. Christen, mein Blut ist Alkohol. Immer wenn ein Mädchen eine Beziehung mit mir eingeht, frage ich mich, liebt sie mich wirklich oder will sie nur ihre Eltern wütend machen? Manchmal fühlt man sich als ITler wie ein Schafhirte, nur dass die Schafe alle betrunken sind und brennen und alles anklicken. Viele fassen ein Studium als ein Zeichen hoher Intelligenz auf. Dabei ist man einfach zu inkompetent, um etwas Richtiges zu arbeiten. Checkout im Hotel. Hatten Sie etwas aus der Minibar? Nein, aber ich habe ein Bier reingestellt. 70 Euro bitte. Mein trauriges Leben als deutscher Bahnfahrer. Wenn der Zug Verspätung hat und so voll ist, dass du an der Station rausgedrückt wirst und nicht mehr einsteigen kannst. Ach ja. Habe eben gemerkt, dass meine Arbeitskollegin und ich aus Versehen die Thermoskanne vertauscht haben. Würde sie ja gerne darauf aufmerksam machen, aber sie taumelt gerade in Unterwäsche über den Parkplatz und singt: Hey, we're going to Ibiza! Beim Abendmahl. Jesus, es gibt heute Brot und Wein. Das ist nämlich mein Leibgericht. Ich kam heute früh zur Arbeit und habe sofort Anschiss vom Chef bekommen. Jetzt weiß ich wieder, warum ich gestern zu Hause geblieben bin. Ich brauche keinen Einkaufswagen. Kekspackung im Mund, Nudeln unterm Arm, Obst in der Hosentasche, Toast bis zur Kasse kicken. Hab mir einen kleinen Feuerlöscher für zu Hause gekauft und kann es irgendwie gerade gar nicht abwarten, dass es bei mir mal brennt. Die Erde ist eine Kugel. Beweis? Wäre sie eine Scheibe, dann gäbe es im Internet Videos, wie ein russischer Jugendlicher Klimmzüge an der Kante macht. Gründe, mich zu daten. Erstens, niemand wird versuchen, mich dir wegzunehmen. Zweitens, bin manchmal witzig. Alfred Nobel gilt nur deshalb als Erfinder des Dynamits, weil frühere Erfinder nicht mehr identifiziert werden konnten. Valentinstag, wenn die Männer in Tirol ihren Frauen wieder extra ein paar Blumen und das Kraftfutter mischen. Like und abonniere YouTuber. Abonnier. Like und abonniere YouTuber.